Willkommen zurück, mein Lieben, bei Panzer Corps. Ich bin ganz ehrlich, es läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Der Gegner hat viel zu viel Artillerie primär im Moment. Plus, wir haben einiges an Einheiten, die ziemlich unter Druck sind. Aber gut, es ist, wie es ist. Supplies für dich. Dann werden wir uns zuerst mal um die Flugzeuge kümmern. Denn das ist mit das Wichtigste. So. Du bist mal weg. Du hast noch genügend. Das sind unglaublich viele. So, du mal da. Eine weniger. Du solltest dich am besten eigentlich auch zurückziehen, das liegt jetzt aber leider nicht drin. Ja, und er lebt immer noch. Da ist auch nochmal ein Bomber, da ist auch nochmal einer. Haben wir überhaupt noch Flugzeuge? Du kannst noch dich irgendwo hin bewegen. Ja, dich haben wir noch. Ist aber auch nicht mehr so viel. Na, zumindest einer ganz weg. Und wir müssen einiges an Bomber hier hochbringen. Okay, One-Shot. Das war wichtig. Sehr wichtig sogar. Dass wir das Ding wegbekommen. Der kann eigentlich nichts tun. Problem ist, wir haben hier noch einen. Wir haben da noch mal zwei. Ich weiß nicht genau, wie wir das am besten anstellen. So, du hilfst mit... Es ist wichtig, dass wir das irgendwie einigermaßen intelligent jetzt machen. Du hilfst mit... Okay, ich sollte zuerst die Bomber verwenden. Weil... Oh, hier haben wir noch einen Fighter. Gut. Den habe ich gar nicht gesehen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bringe dich... hier runter. Minus 13. Aber du kommst gar nicht mehr weg. Okay, was soll's? Können wir nichts dagegen tun. Wir haben noch einen zweiten von deiner Sorte. Wo ist er? Hier. Wir müssen die ganzen Artillerien wegmachen. Du. Ich weiß nicht, ob es gut genug war, aber es muss gut genug sein für den Moment. Wir könnten den hier wegmachen. Allerdings stört er mich jetzt nicht so sonderlich. Du.
der ist auch noch ein Problem. Warte mal. Wenn ich hier hingehe, dann kommt er hier unten raus. Okay, ich muss hier hingehen. Wenn ich dich wegnehme, dann kommt er hier raus. Kommt er nicht, wenn wir dich hier hin tun, dann kommt er aber hier raus. Okay, es ist alles ein bisschen Qual der Wahl. Es ist alles ein bisschen Qual der Wahl. Okay. Du musst weg. Dann würde ich sagen, ziehst du dich zurück, weil haben wir keine andere Wahl. Der lebt leider noch. Du gehst. Hierhin. Denn wenn du da bist, kann ich den rausziehen und der kommt nicht mehr raus. Mir ist wichtig, dem noch eine reinzudrücken. Wir haben da nochmal 3 Artillerien, was ein bisschen ungünstig ist. Ich denke, ich ziehe dich ein bisschen. Wir müssen aufpassen, wenn ich die Panzer zu stark zurückziehe, dann können sie auf die Artillerie gehen. Ich würde die eigentlich gerne tauschen. Aber ich weiß nicht, ob das drin liegt. So, das wäre mal das. Du kriegst Supplies. Warum zur Hölle ist dieser Recon so stark? Du kriegst auch Supplies. Das Problem ist, je weiter runter unsere Einheiten kommen, desto angriffslustiger werden die Gegner. Okay, der einzige, der nicht eingepfercht ist, ist der hier. Das heißt, machen wir das so. Die beiden werden jetzt leider wieder hochpushen. Ich sehe da nicht wirklich viel, was wir dagegen tun können. Okay, den weg. Wir können uns nicht zurückziehen. Der ist gefährlich. Ärgerlich. Ich denke, es macht mehr Sinn, tendenziell erstmal die Panzer anzugreifen, weil die halt einfach mehr Schaden anrichten können. Nö. Die können mehr Schaden anrichten. Warte mal, okay, was mache ich mit dir? Gut, einer weniger. Ich denke, wir müssen versuchen, zumindest einen von denen irgendwie wegzubekommen. Low on Ammo. Okay. Tja. Er ist zumindest ein bisschen runtergekommen. Ich denke, ich gebe dir ein Elite Replacement. Es gibt auch zusätzliche Munition.
Den hier, kriegen wir den irgendwie bekämpft? Okay, du musst eins raus hier. Du hast nur zwei Möglichkeiten. Okay, ich hoffe, das ist gut genug. Ich denke, ich werde den hierhin zurückziehen müssen. Und du gehst eins hierhin. Und wir schießen auf dich. Damit greift er nicht mehr zurück an und verzieht sich. Gut, einer weniger. Oh, wir haben hier noch einen. Okay, du kannst hier hingehen. Der kommt nach wie vor nicht raus. Das ist... Den pushen wir jetzt hierhin zurück. Und damit können wir... bleiben wir lieber auf dem Startfeld. Weg. In der nächsten Runde kannst du den hier angreifen. Yes. 1, 2, 3. Der greift nicht zurück an. Der würde zurück angreifen. Ich weiß nicht, ob ich... Der ist zu gefährlich. Greift sonst den da an. Okay, du bist ein One-Shot. Oder auch nicht. Ah, das war mies. Das war mies. 200 Prestige. Ich denke, wir machen ein normales Replacement. Oder gar nichts. Ich weiß nicht, ob wir dich überhaupt brauchen jetzt. Eigentlich ist es... Wobei, wir haben genügend Prestige. Was soll's? Was Glück. Du, plus dich haben wir auch noch. Der greift nicht zurück an. Ich lass dich mal so. Ich zieh dich eins zurück. Weil ich primär den diese Runde wegmachen möchte. Du hast vier Schuss. Es ist wahrscheinlich, dass hier einer runterkommt und den angreift. Du kriegst Supplies. Okay, wenn er den... Es könnte sein, dass er hier angreift, aber ich hoffe, das sollte passen. Du kriegst ein... 75 Prestige. Ein Elite Replacement. Und ich mache das normalerweise seltener mit Elite Replacement, aber wir sind am Ende, also gegen Ende der Kampagne, wir haben eigentlich genügend Prestige. Und
Von dem her sollte das passen. Ich hoffe jetzt, dass die... Wir haben hier noch einige Artillerien, die ziemlich viel Wumms haben. Aber ich hoffe, dass es nicht zu sehr ins Auge geht. Okay, bleiben wir so. Der könnte ein Problem werden. Das Problem ist, auf dem Flussfeld zu stehen, ist wahrscheinlich noch dümmer. Mal schauen, ich habe kein gutes Bauchgefühl momentan, aber wie auch immer. Gehen wir den Zug ab. Das war der. Crap. Ich hoffe, sie kommen nicht an ihn ran. Oh, da ist eine Anti-Air-Gun. Wusste ich nicht. Wir haben viele Einheiten, die keine Munition mehr haben. Interessanterweise greift er den Panzer nicht an. Ich weiß nicht genau warum. Immerhin ist artillerietechnisch jetzt nicht so viel passiert. Aber gut. Puh, wir haben noch mal einigermaßen überlebt. Du brauchst Munition. Schauen wir erstmal, dass wir die Flugzeuge irgendwie wegbekommen. Sehr schön. Du kommst wieder zum Einsatz. Du machst den da weg. Und zu... Warte mal. Dahin. Spielt nicht so eine Rolle, welchen wir angreifen. Gut. Du musst auch zurück. Du müsstest auch zurück. Okay. Weiter. Du kannst was tun. Gut. Soweit hätten wir damit alle Flugzeuge weg. Du kriegst Supplies. Du kriegst Supplies. Du wirst zurückkommen. Du kriegst Supplies. Du ziehst dich zurück. Du kommst wieder nach vorne. So, dann müssen wir jetzt mit den Lel-Bombern die Dinge erstmal ein bisschen runterbringen. Der ist weg. Fantastisch. Du kannst zurück. Ah, minus 6. Nur. Das reicht alles nicht. Wir kriegen momentan gerade nicht die Rolls, die wir eigentlich bräuchten. Okay, ich glaube, ich...
Was war's? Hier? Ich glaube, hier ist er. Okay, Katjuscha weg. Der hat mich angegriffen. Interessanterweise. Supplies für dich. Warum kannst du einfach auf den Fluss rauf? Ist mir nicht ganz klar, warum du hier einfach auf den Fluss rauf kannst. Na komm schon. Das war ein Versuch wert. Es war ein Versuch wert. Die sind garstig. Die Typen. Stört mich der momentan? Ich weiß es nicht. Ich denke, wir werden den hier angreifen. Zuallererst. Ein paar Verluste müssen leider sein hin und wieder. Okay, du kannst hier nach oben. Der sollte nicht zurück angreifen. Du kriegst Supplies. Du hast 3 Schuss. Okay, gut. Die sind suppressed. Du hast noch 5 Schuss. Reicht vollkommen. Dann, okay. Der ist... Den kriegen wir so nicht weg. Ich gebe dir auch mal Supplies. Warum auch nicht? Wo sind die restlichen Bomber? Okay, du kommst nicht dahin, sonst bist du weg. Das ist das Einzige, das du gebombt kriegst. Okay, ich denke, wir bringen dich hier rüber. Ach, die haben beide nichts mehr. Da ist eine Wahl. Ach, shoot, da ist eine Anti-Airgun. Gustav wird da wahrscheinlich nicht hinschießen können. Ich weiß noch nicht genau, was wir mit dir machen. Haben wir noch irgendwelche Bomber? Ihr steckt da fest. Wir haben noch einen Level-Bomber, soweit ich das beurteilen kann. Oh nein, hier unten ist noch was. Hätte ich fast nicht gesehen. Aber es ist nicht wirklich gut. Du hast nicht wirklich gute Moves. Dummerweise. Somit das Beste, was wir mit dir machen können. Okay, der ist weg. Das Problem ist, dass nicht mehr viel Munition. Aber ich kann dich momentan nicht zurückziehen. Das war leider nichts.
19%, okay. Und die 19 haben zugeschlagen. Was will man tun? Okay. Kriegen wir den irgendwie weg? Du hast noch 2 Schuss. Einer suppressed. Ich glaube, ich gebe dir lieber Supplies. Ja, wir kriegen den jetzt nicht weg. Aber was soll's? Wir können auch versuchen, die hier weiter anzugreifen. Na komm. Geh mal auf den. Und dann ist der nämlich gut suppressed und sollte... Ah, wird nicht surrendern. Zumindest kommt er ein bisschen runter. 30% Chance auf Gegenfeuer. Gustav. Wer ist am gefährlichsten hier? Wahrscheinlich sollten wir auf die Katjuschas gehen. Nächste Runde können wir wahrscheinlich dann wieder bomben. Der stört uns nicht. Wenn ich hier hin... Warum zur Hölle... Du bist eine 5-Sterne-Einheit. Warum hast du solche Probleme? Initiative 9. Ach, weil der ist auf dem... Wenn er in der Stadt wäre, wäre das vielleicht besser. Auch bei dem... Mit einem Panzer auf eine Anti-Tank-Einheit zu gehen, ist wahrscheinlich nicht die schlauste Idee. Haben wir echt keinen guten Move mit dir? Sieht fast so aus. Du bekommst Supplies. Und du bekommst wohl auch Supplies. Und ich denke, du kriegst auch Supplies. Der macht mir ein bisschen Sorgen. Wenn sie den angreifen, haben sie freie Bahn auf die Artillerie. Dann... Bring ich wahrscheinlich dich hier hin. Dich lasse ich hinten, bringt nichts, dich aufzumöbeln. Ich weiß nicht, ob ich dich nochmal supplyen möchte. Oder ob ich dich einfach hinten lasse. Wahrscheinlich prestigetechnisch macht es mehr Sinn, dich hinten zu lassen. Aber naja. Das wird wahrscheinlich einen Angriff geben. Das ist auch ein Problem, aber können wir nicht wirklich was dagegen tun. Ansonsten haben wir das, glaube ich, alles einigermaßen unter Kontrolle. Hast du den versucht anzugreifen? Ja, das ist das Problem. Okay, das ist gut. Ruschiert da ein bisschen drumherum.
Wow. Okay, hat keine Munition mehr. Ohne. Er ist ein. Wow. Übel. Das probiert er auch jedes Mal wieder. Das war vorherzusehen. Hm. Artillerie. Ja, wir verlieren sehr viel. Der ist auf 6 unten. Wir müssen einfach. Wir haben noch nicht wirklich Einheiten verloren. Von dem her. Passt noch einigermaßen. Aber gut, an dieser Stelle machen wir erstmal einen Break und sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.